Herzlich willkommen. Ich stelle euch heute das Pifol hier in der orangefarbenen Version von Shanzhou vor. Für mich stand Shanzhou bisher immer für die Herstellung hochwertiger Damastküchenmesser, so wie zum Beispiel der Gio oder auch der Pro-Serie. Ich selbst habe von diesen Messern noch keines in der Hand gehabt, aber sag mal der Philosophie der Firma folgend, Funktionalität und Ästhetik zu vereinen, würde ich sagen, dass die Messer definitiv sehr gut aussehen. Und bevor wir jetzt direkt zum Pifol kommen, geht ein großes Dankeschön an Shanzhou raus. Die haben mir dieses Messer kostenlos zur Verfügung gestellt. Und ein besonderer Gruß geht an Leia. Sie hat vor einiger Zeit Kontakt zu mir aufgenommen und gefragt, ob ich den orangefarbenen V testen und im ein oder anderen Video vorstellen möchte. Im Intro habt ihr das Pifol schon mal in Aktion gesehen. Später folgen noch weitere Praxisaufnahmen. Und ja, ohne ein erstes Fazit vorwegnehmen zu wollen, ich bin beeindruckt. Was ich einen sehr feinen Zug von Shanzhou finde, ist, ihr findet in einer Videobeschreibung Link zu diesem Modell und mit dem Rabattcode ORANGESZ erhaltet ihr 22% Rabatt auf den orangefarbenen V. Der Originalpreis beträgt 63 Euro und wenn ihr diesen Rabattcode anwendet, bezahlt er noch 49,14 Euro. Wie gesagt, ich finde es eigentlich eine tolle Sache von Shanzhou. Und jetzt kommen wir aber zum Messer selbst. Das Pifol kommt in dieser Pappverpackung, die sehr ansprechend ist, wie ich finde. Der Schriftzug gefällt mir sehr gut, Shanzhou. Hinten haben wir dann die, die Modellbezeichnung. Und ja, das Messer selber steckt dann in dieser, ja, wie ich finde, sehr schön verarbeiteten Pouch, in der neben dem Messer noch ja, ein bisschen Paperwork ist, noch ein Aufkleber. Was ich sehr schön finde und sehr gut finde, ein paar Ersatzschrauben drin sind und ein kleines Mikrofasertuch. Auch hier der Schriftzug Shanzhou, sodass man das Messer auch, sag ich mal, nach der Benutzung immer gleich ein kleines bisschen reinigen kann. Wie gesagt, die Pouch ist sehr schön gearbeitet, in wie so ein bisschen Vlies drin, sodass man es also auch sicher transportieren kann. Thank you.
Das Pifol hat eine Gesamtlänge von 19,5 cm und ein Gewicht von 113 Gramm. Die Grifflänge beträgt 11 cm. Griffmaterial ist G10. Zum einen hier dieses leuchtende Orange, zum anderen dieses Edelstahlgrün. Inspiriert ist dieses Design von einem Pfauenschwanz. Ich finde sehr schön umgesetzt hier, wie sich also die Linien auf dem G10 fächerartig öffnen. Zum einen ergibt es eine sehr schöne Struktur auf dem G10 und zum anderen bedingt das auch einen sehr schönen Grip. Also die Handlage, die Griffergonomie ist sehr gut gemacht. Ich habe eine Handschuhgröße 9. Ja, da liegt also dieses Messer liegt bei mir hervorragend in der Hand. Aber zum Griff selber weiter. Verschraubt mit 6er Torx beziehungsweise die Achsschraube mit dem 8er. Hier fällt mir auch hier die Showside oder die Achsschraube auf der Showside gefällt mir sehr gut. Hier mit diesem S verziert. Wir haben Stand-Ups, die also Griffschalen und Liner, sag ich mal, auf Abstand halten. Wir haben einen Clip Titan beschichtet. Was hier sehr positiv auffällt, ist, dass die Schrauben versenkt sind, also nicht herausgucken, kein Deep Carry und man kann diesen Clip auch nicht versetzen. Wir haben Edelstahlliner, die passend zum Design des Messers auch Titan beschichtet sind. Die Klingenlänge beträgt knapp 9 cm. Wir haben eine effektive Schneidphase von 8,3 cm. Was mir sehr gut gefällt, ist die Klingenbeschriftung. Zum einen also wirklich hier nur auf der Showseite der Schriftzug Shansu und der Modellname Pifol. Und die andere Seite ist hier wirklich völlig clean gehalten. Wir haben eine Drop-Point-Klinge. Die Klinge selber ist Titan beschichtet. Eine Klingenhöhe von an der breitesten Stelle von 3 cm und eine Klingenstärke von 4 mm. Klingenstahl ist der ZDF 905, ein pulvermetallurgischer Stahl. Zu dem Stahl selber kann ich nicht allzu viel sagen. Wir haben hier eine Härte von 58 bis 60 HRC. Der Stahl soll sich durch eine hohe Verschleißfestigkeit auszeichnen, soll sehr rostträge sein und ja, ich sage mal, natürlich durch die Titanbeschichtung ist natürlich die Rostträgheit, sage ich mal, noch höher. Und er soll sehr leicht nachzuschärfen sein. Ja, was mich positiv überrascht hat oder wo ich sehr erstaunt habe, dass diesen ZDF 905 auch Firmen wie Chris Reeves, Benchmade oder Spyderco verwenden für einige ihrer Messermodelle. Die Klinge läuft auf Kugellagern. Wir haben ein Jimping auf dem Klingenrücken, der, ich glaube, bedingt durch die, ja, durch die Titanbeschichtung ein bisschen an Grip verloren hat, ist sehr angenehm, der ist also nicht störend. Wie gesagt, durch die Titanbeschichtung hat er, wie gesagt, so ein bisschen an Grip verloren, ist aber nicht irgendwie störend. Wir haben, ich hoffe, die Kamera fängt das alles gut an, wir haben eine Linerlock-Verriegelung, die sehr sicher und einen sehr, sehr sauber gemachten Eindruck hinterlässt. Die Klinge läuft auf Kugellagern. Der Walk and Talk ist sehr angenehm. Öffnungshilfen. Zum einen haben wir hier einen Flipper-Tap. Zum anderen haben wir hier die Möglichkeit, die Öffnung oder die kontrollierte Öffnung durchs Daumenloch. Lager und Klinge sind hier so ab Werk schon so optimal eingestellt, dass selbst
mir, sag ich mal, dem das nicht so oft gelingt oder der damit immer wieder seine Probleme hat. Auch der Spidey Flick problemlos ja, von der Hand geht. Ja, Zeit für ein erstes kurzes Fazit des Peaceful von Shanzhou. Die Messer werden in Zhangxiang in China hergestellt und die Verarbeitung ist einfach mal top. Hier gibt es also keine Kanten, kein Grat, der hier irgendwie störend ist. Die Beschichtung der Klinge ist tadellos. Die Verarbeitung der Griffschalen des G10 passt hier einfach super. Die Schärfe ab Werk ist beeindruckend. Ich denke, das ist sicherlich in den Praxisaufnahmen rübergekommen. Die Handlage ist für meine Hand optimal. Durch die Linien auf dem G10 habe ich hier einen hervorragenden Grip, der auch bei Feuchtigkeit ja, überhaupt nicht nachgelassen hat. Die Arbeiten gehen, sag ich mal, einmal aufgrund der Handlage, aufgrund der Klingengeometrie und aufgrund auch der Schärfe der Schneidphase sehr leicht von der Hand. Der Linerlock verriegelt absolut sicher. Man hat also auch gerade im Holz zu keinem Zeitpunkt Angst, sag ich mal, dass ich die Klinge irgendwie schließen könnte. Das Gesamtdesign, die Linie des Messers, gefällt mir sehr gut. Was man auch auf jeden Fall noch erwähnen sollte, ist, dass dieses Messer also nicht 42A konform ist, da wir hier also sowohl eine Verriegelung als auch eine Einhandöffnung haben. Shanzhou, ihr habt da wirklich ja, sehr gute Arbeit geleistet. Und dieses Messer macht einfach noch Lust auf viel mehr. Und ich habe auch schon gesehen, dass die Shanzhou auch noch ein Fixed auf dem Markt hat, die Vesta-Serie. Und ja, ich hoffe, dass ich dieses Messer auch irgendwann in die Hände bekomme, um es mal ordentlich zu testen. Und ja, wie gesagt, das soll es für heute erstmal vom Peaceful gewesen sein. Ich bin schwer beeindruckt. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ansonsten sehen wir uns zum nächsten Video. Ciao, ciao!